Ninjas sind in der japanischen Geschichte von sehr vielen Sagen und Mysterien umgeben. Sie waren Meister der Verkleidung und der Täuschung. Während viele der Geschichten verloren gegangen sind, sind andere bis heute erhalten geblieben. Dazu gehört eine Anekdote aus dem Leben von Kakei Yuzo. Bei einer Spionagemission wurde er von gegnerischen Wachen gefangen genommen. Kakei Yuzo bat darum, dass seine Hinrichtung durch Seppuku geschah, also der rituelle Selbstmord der Samurai. Er begründete es damit, dass seine Familie zu einem Samurai-Clan angehörte. Auch wenn diese Bitte eher ungewöhnlich war, erlaubte man es ihm. Er soll anschließend den rituellen Selbstmord begangen haben und dabei wie ein idealer Samurai kein einziges Zeichen von Schwäche gezeigt haben. Diejenigen, die ihm aber dabei zusahen, erwiesen ihm nicht die letzte Ehre eines Samurais, um ihn zu enthaupten, sondern ließen ihn verbluten und warfen danach Kakei Yuzos Leiche wie ein Stück Abfall in den Burggraben. Kurz darauf aber erschien Yuzo auf dem Bergwall mitten in der Nacht und verschwand als Schatten in der Dunkelheit. Die panischen Wachen rannten sofort zum Burggraben, wo sie seine Leiche hingeschmissen hatten, denn sie dachten, dass es womöglich sein Geist war, der Rache wollte oder dass er Magie angewendet hatte oder irgendwas anderes. Als sie dort aber auftauchten, war Yuzos Leiche verschwunden und dort lag nur der Kadaver eines kleinen Fuchses. Man vermutet, dass Kakei Yuzo schon bevor er in die gegnerische Burg eindrang, einen kleinen Fuchs erlegt hatte, den kleinen Fuchs unter seiner Kleidung versteckt hat und beim Seppuku, also dem rituellen Selbstmord, als er in seinen Bauch schnitt, das Blut und die Gedärme des Fuchses hat rauslaufen lassen und somit alle getäuscht hat und entkommen ist. Denn als sie seine Leiche in den Burggraben warfen, musste er nur noch warten, bis sie wieder weggehen, aufstehen und rauslaufen und sich wegschleichen, denn er war ja nicht wirklich tot. In der Provinz, aus der Kakei Yuzo kommt, ist er aufgrund dieser und ähnlicher Anekdoten noch bis heute bekannt und in die Geschichte eingegangen als ein Ninja, der die Kunst des Bluffs und der Schauspielerei perfektioniert hat wie kaum andere Ninjas vor oder nach ihm.